Wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Ja. Meine Erinnerung trügt mich doch nicht. This is a nice place. Mit einer Menge Magie. Lebender, entzünde die 6 Fackeln und führe die See durch die Dunkelheit, während das Schiff ans Licht. Okay, Chef. Hab das Schild zerstört. Aber gut, dass es hier zigtausendmal ne Health gibt. Ach, warte mal. Ah, genau das war das. Die Fackeln sind hier überall so zu sehen. Die muss man nur finden. Stimmt, das war das. Da ist noch eine. Treffer. Da ganz oben. Nope. Mist. Treffer. Deswegen ist hier auch so viel Magie überall. Ah, und da sehe ich auch schon die letzten beiden. Fuck. Kann ich das... nicht so. Na komm. Das war zu hoch. Das ist immer noch zu hoch. Willst du mich verarschen? Das hat auch nicht getroffen. Na komm schon, das kann nicht so schwer sein. Na geht doch. So, und jetzt noch die da hinten. Kann doch nicht so schwer sein hier. Bingo! Bonko! Bing, fuck. Doch nicht der Platz, nach dem ich gesucht habe. Aber shit, es war doch hier. Okay, warte mal, dann muss das woanders sein. Dann Plan B. Ich habe ja zum Glück regelmäßig Plan B. So ist es ja nicht. Oh, warte mal. Also entweder habe ich jetzt komplett abgeschmatzt. Hey, Krieger. Ich glaube. Aber ich glaube ja häufig. Glauben soll man ja angeblich in der Kirche, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ich wusste es doch. Irgend sowas war doch hier. Aber ich glaube, das ist... Bin ich jetzt komplett doof? Ich meine, ich beschwere mich nicht über ein Herzteil. Ich meine, ich habe die Fackeln angezündet. Und ich habe Rubine dabei bekommen. Helft mir mal bitte auf die Sprünge. Ich suche ja die... wir suchen ja die Geisterschiffkarte. Und die muss aber eigentlich hier sein. Zumindest bin ich der Meinung, dass sie hier war. Entzünde die 6 Fackeln. Führe die Seele durch die Dunkelheit. Ja, wieder das Licht. Das habe ich ja gemacht. Ich habe ja die Dinger angezündet. Nur wo ist denn jetzt der jetzt? Oder brauche ich dafür den Schmatzhaken? Sofern ich überhaupt irgendwo damit hinkomme. Ich meine, es sind Fackeln, ne? Ups. Kann ich da hoch? Doch nicht so Bingo. Warte mal. Aber das ging doch. Oder warte mal. Ups. Sekunde. Vielleicht damit? Ich meine, da vorne ist ja... Da ist ja dieser Balken.
Nope. Jetzt schwünken, das war hier. Zumal da geht's ja auch noch weiter. Ich weiß doch, dass das so eine Art Mini-Dungeon schon. Also Mini-Mini-Mini-Mini-Dungeon. Der Mini-Starler-Dungeons. Weil da komme ich nicht hoch. Nee. Das wurde so gemacht, dass du da nicht hochkommst. Da muss es woanders gewesen sein. Ah, Shitballs. Wo war denn das, wo ich die Geisterschiffkarte krieg? And why can't I remember? Na gut, wir haben ja hier noch zwei Orte, wo wir noch nicht ganz erkundigt haben, ne? Da müssen wir sowieso noch mal hin. Also, ich hätte aber echt schwören können, dass das da war. Ha. Ich werde also doch alt. Ich kann mir doch schon nichts mehr merken. Na, fucking great. Checken wir mal die anderen Inseln. Vielleicht ist da ja das, was ich suche. Vielleicht war es auch irgendeine der Nachbarinseln. Auf jeden Fall ist hier schon mal was Schönes. In etwa hier? Oh, yes. Oh, Krieger, ich bitte drum. Weil ich möchte jetzt hier nicht durch die restliche Welt hier irren und, ne? Weil ich weiß... Murmel, 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 Murmel. Murmel, 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 Murmel. Das sind eine Menge Murmel. Murmel, 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 Murmel. Das sind eine Menge Murmeln. That's a lot of Murmel. Oh boy. Dennoch, vielen Dank für den 1 Euro. Auch wenn es mit einer Menge Murmel war eine Menge Gemurmel. Ich hätte gedacht, da würde mein Spamfilter reinkicken, so wie ich das gesehen habe. Ja, gerade der phänomenale Informationen reinbekommen. Der Schatz ist ja auf dieser Insel schon mal so erreicht, dass du in der Stadt immer verschwindet, plötzlich nicht mehr verschwindet. Ah, also sind wir dann doch hier. Das heißt hier. Auf dieser Insel. Okay. Okay, hier wären wir so auch noch nicht hingekommen, ja. Macht Sinn. Hier wären wir erst mit dem Enterhaken hingekommen. Really? Na komm. Okay. Sollte in etwa hier sein. Wow, was ist gerade mit der Kamera los? Das ist Kunst. Für WeHawk wäre es das auf jeden Fall gewesen. Es war auf jeden Fall eine Menge Murmel. Ich hab's nur nicht, den Sinn dahinter nicht ganz verstanden. Ja. Ich habe mir schon gedacht, irgendwo, also entweder ist es die Insel oder eine der Nachbarinseln. Irgend sowas war da nämlich. Und dann ist das jetzt nämlich so ein... Ja. Kann ich das mit dem Hammer? Kann ich Bomben sparen? Ja, kann ich. Das Problem ist, hier sind auch überall diese hässlich nervigen... Die Dinger. Lässt du das mal? Das war mehr als nur close. Ja, das Labyrinth. Das wird ein Spaß. Murmel, Murmel. Eigentlich könnt ihr froh sein, dass ich das mit Humor nehme. Es gibt Leute, die kacken einen richtig zusammen wegen sowas. So, also, warte mal. Okay.
War ja soweit gar nicht mal so falsch, offenbar. Einmal hier. Oh Gott, ihr kommt dann wieder. Versuchen wir es mal mit dem Topf. Ist es immer der mit dem dunklen Nebel? Ja, sieht gleich mal falsch aus. Weil, witzigerweise... Ah ne, sind wir doch nicht. Schade. Ich dachte, ich könnte jetzt hier gerade ein Klugscheißer sein. Spoiler, I cannot. Hier kommt dunkler Puff raus. Boo. Scheiße, okay, es hat nichts mit dem Dampf an sich zu tun. Okay, es ist also einfach, merk dir, wo du hin sollst. Murmel, Murmel. So, das Problem ist ja, wenn wir dann die Karte haben, dann müssen wir das Schiff erstmal ausfindig machen. Das wird der viel größere Spaß. So, bei dem gehe ich immer auf Nummer sicher, den mag ich nicht. Ich wollte nur mal rauskriegen, probieren wir es. Ist ja kein Problem, ich nehme dir das ja nicht übel. Lässt du mich in Ruhe. Sofern das hier überhaupt eine gute Idee war. Yes, we are right. Oder auch nicht. Scheiße. We are in a fire, fire, fire. Oh fuck. Ich dachte, ich lande jetzt genau... Habe ich ihm gerade einfach den Finger weg... Die Hände weggeslappt, so nach dem Motto, you don't do that, happy tip! Der hier war das, ne? Ah ne, von da komme ich doch, ich Depp. Von da komme ich doch, ich Trottel. Okay, das heißt, der Weg ist dafür. Aber auch gut zu wissen. Buh. So, hier waren wir ja gar nicht so falsch. Du kannst mal echt aufhören, Zeug nach mir zu schmeißen. Man kann man echt diese Hände einfach sagen so, ey, du fasst mich jetzt nicht an. Das möchte ich jetzt nicht. Es ist weiter oben. Es ist entweder der hier oder der hier. Ich nehme links. Oh. Sieht gar nicht mal so falsch aus. Auch wenn ich da so gerade einen ganz krassen Triple Kill gelandet habe. Bingo, die Geisterschiffkarte. So, dann müssen wir nur noch rauskriegen, wann, was für einen Mond wir haben. Wann, auf welchem Mond er wo ist. Ihr könnt ruhig mal aufhören, mich immer mit sowas zu besmacen, ne? So, erstmal abhauen. Gut, und dann, bevor wir irgendwas machen, ne? Es ist Tag. Echt jetzt? Das ist gerade absolut ungünstig für unsere Mission. Tschüss, Jelly. Jelly, bye. So, komm, wenn wir gerade schon mal hier sind und es sowieso gerade Tag ist, können wir auch gleich einmal nach Süden fetzen und da in der Ecke die letzte, das vorletzte Fleckchen einmal abgrasen. Dann haben wir nämlich die Karte auch so gut wie komplett. So, und dann muss ich nämlich mal gucken. Dann müssen wir doch mal schauen. Geisterschiffkarte. Das Problem ist, das Ding zeigt nur die Inseln an. Es zeigt nur die Inseln an und bei welchem Mond sie wo sind. Was ist das denn hier? Etwa... Hier? Oh, 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 Sniper!
dem Sniper! Noch mehr Geld! So, warte mal. Wenn wir schon mal hier sind. Komm mal her, Fisch. Hier. Zweimal kriegst du noch was zu fressen, danach nie mehr. Hey, Jüngchen, ich hab noch mal was für dich. Mach mal die Korde auf. Hiya! So, und dann ist die Karte gleich vollständig. Hufeiseninsel. Macht uns das nur mit dem Geisterschiff ein bisschen einfacher. Oh, den Nachbarinsel im Osten war ein großer Schwertmeister. Das beweist sogar Ritterwappen. Wenn Ritterwappen auf sich hat, willst du wissen? Aber Jüngchen, wenn ich dir alles jetzt einfach in die Nase binde, wäre es so langweilig, oder? So wär's von mir so weit. Ich verpiss mich bis dahin. Tüllö. So, die Insel möchte ich hier aber trotzdem noch machen, weil ich glaube, es gab hier ein Herzteil, wenn mich nicht irre. Und ich sag ja nie nein zu einem Herzteil. Außerdem war das, glaube ich, eine relativ lustige Insel, wenn ich mich nicht irre. Man konnte hier, das ist quasi... Es ist Golf. Es ist... So, Legend of Zelda Golf. Was willst du denn? Und yes! Ja, das ist die Insel. Ich liebe die. Die ist super toll. It's basically Golf. Genau. Und er legt zum Schlag an. Wartet auf den richtigen Wind. Oh ja, Auflockerung. Was zur Hölle? Boah, jetzt aber mal gut hier. Weißt du, da willst du einmal in deinem Leben eine Tiger Woods-Anspielung machen und was passiert? So ein riesiger Bubblefisch kommt an und nervt. Alter, was hast du denn vor? Was ist dein Problem? Alter, kommt der einfach ran und denkt sich, jo, Ich hab mir den so schön hingelegt, ne? Oh, ho, ho, der war nice. Oh, und jetzt? Oh, oh ja, und... Ups. Und... Flung. Er versagt. Er versagt. Yes! Hey, ich finde die Idee einfach cool. Einfach so eine Mini-Golfinsel. Ich liebe das. So eine Mini-Golfinsel mit dem Dekublatt. Finde ich super cool. Und er findet offenbar irgendwas. Boah. Boah, jetzt will ich einen herrlichen Anblick. Schillernde Farben, gut, dass ich dieses Kaleidoskop gekauft habe. Sieht hier echt nice aus, ja. Sekunde. Wenn wir uns dann beeilen, ist es ja dann vielleicht Nacht und dann können wir das Geisterschiff suchen. Aber ich will noch wissen, was in der Höhle ist. Ich bin neugierig. Ich bin gierig neu. Erstmal eine Schmatzkarte. Finde ich immer gut. Einmal den Wind wieder zurücksetzen. Nach Wosten. Zumindest meine ich, dass da in dieser Höhle noch was war. Aber ich mag mich auch irren. Ach du Scheiße. Zieh ab. Kasplet. Das ist schon fast for free gewesen. Könnte man sagen. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier, Tolles? Wieldidu. Nisch, nisch, noch eine Schmatzkarte. Okay.
Finde ich okay. So, ab dafür. Oh, Spiky Ball. So, wo ist mein... Da ist mein Schiff. So, dann wollen wir doch mal schauen. Dann wollen wir uns doch mal das nächste Mal um das Geisterschiff kümmern. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute.